In einer Zeit, die schnell, laut und bunt ist. In einer Zeit, wo es Grenzen gibt, Regeln und feste Gesetze. In einer Zeit, wo Menschen lieber den Weg des geringsten Widerstandes gehen, sich anpassen, um weniger auf sich nehmen zu müssen, gibt es eine Frau und ihr Pferd. Sie zeigt, dass es sicher und wertvoll ist, dem Herzen zu folgen, sein Innerstes zu spüren, es zu bergen und den Herzensweg zu gehen. Alle sind wir miteinander verbunden und Schwesternschaft existiert überall. Lasst uns tief gemeinsam graben für eine Zukunft voller Freiheit im Herzen sowie auch im Außen und lasst uns gemeinsam die Welt inspirieren. Die Vorreiterin im wahrsten Sinne des Wortes mit ihrem tollen Habanero ist Karin Seiler. Hallihallo, heute mein Gast und ich fühle mich sehr, sehr, sehr geehrt, die Karin Seiler. Die beobachte ich schon eine Weile und ich bin auch der beste Stalker in ihrer Gruppe, The Magical Journey, weil diese Frau ist einfach der Hammer. Ja, also jeder hat ja so seine Visionen und trägt da schon was in seinem Herzen, aber wir haben ja oftmals nicht die Möglichkeit, das mal auszuspucken und es überhaupt in Worte zu fassen, geschweige denn zu finden. Karin ist es auch. Sie hat ihren Weg gefunden, auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise, mit der sie mittlerweile tausende Frauen inspiriert auf ihrem Weg, das herauszuholen, zu bergen und das in die Größe zu tragen. Karin, du bist Visionärin, du trägst dein Herz auf der Zunge, nicht nur in der Brust. Du hast die Gabe mit deinen Videos, mit deinen Postings und Bildern und so wie du sprichst und erzählst, bei den Menschen diesen Gänsehautfaktor hier in Dauerschleife zu inszenieren. Ja? Und das finde ich großartig. Du hast es geschafft, eine wirkliche Bewegung ins Leben zu rufen. Und ich möchte dich jetzt dazu auch mal ein bisschen auf Lady Bin-Art ausquetschen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ich dich gewinnen konnte und du dir heute Zeit dafür genommen hast. Und ich möchte zuerst einsteigen in deinen Hammer-Trailer, über den ich damals auch gestoßen bin, The Magical Journey. Der Trailer, habe ich mir notiert, wurde mittlerweile 80.000 Mal angeschaut. Und ich bin mir sicher, er wurde angeschaut. Nicht nur mal angeklickt und wieder weg, weil du hast von der ersten Sekunde diesen Trailer so fesselnd, dass man einfach bis zur letzten Minute dabei bleibt. In diesem Trailer erzählst du kurz und knapp deine Story, wie das eigentlich erstmal alles passiert ist, was dich jetzt antreibt und viele Frauen mittlerweile mit in Bewegung gebracht hat. Erzähl mal den Start deiner Story. Ja, der Start hat eigentlich mit etwas begonnen, was jeder Frau in ihrem Leben hoffentlich mindestens einmal passiert, indem ich mich verliebt habe. Und das ist ja immer ein guter Start für jede Geschichte. Aber es gibt eben auch Lieben, die in diesem Leben offensichtlich nicht gelebt werden sollen. Und das sind ja eigentlich die, die so eine gewisse Tragik in sich bergen, die uns am meisten auch auffordern, ja, oder einfach berühren. Die machen ja was mit dir. Hm? Und wie gesagt, diese Liebe, die nicht gelebt werden konnte zu einem Mann, der hat mir als Abschiedsgeschenk etwas geschenkt und das war eine sehr kleine, also so große, uralte Reiterfigur, also versteinert. Und diese kleine Reiterfigur, also von der ich schon wusste, von dem, wie sie sich anfühlte, dass die hunderte von Jahren alt war, die hatte er in Frankreich bei Ausgrabungen in seinem Haus wegen Bauarbeiten in der Erde gefunden. Und er hatte vom ersten Moment an, als er die ausgrub, also zusammen mit Münzen und anderen Dingen, aber diese kleine Figur hat er gewusst, ist für mich. Und das, obwohl er überhaupt kein spiritueller Mensch ist, muss man sagen, aber er hatte einfach gespürt, die sollte er mir geben. Und das war sein Abschiedsgeschenk an mich. Und diese kleine Figur, die hat dann echt in meiner Hand gebrannt. Ja, also die hat mich angetrieben, auf die Spuren zu gehen. Also, weil wenn etwas so alt ist, dann
es ist, kommt ja aus, in einer Zeit ist es ja mal gemacht worden. Und ich wollte wissen, wo kommt sie her, was und wofür ist sie, wen ist sie gemacht worden und warum ist sie zu mir gekommen, weil sowas passiert nicht zufällig. Ja? Und diese Kraft, die von diesem kleinen Ding ausging, was ich mir ja locker hätte auf den Kaminsims stellen können, so als Erinnerung, ja, wie das die meisten Menschen tun, die das nicht als ein Zeichen sehen, sondern als etwas, ja, am besten noch in die Schublade, damit man sich nicht mehr an den Schmerz erinnert. Das habe ich anders gemacht. Und ich habe ganz bewusst mich auf die Reise begeben. Und das hat viele Jahre gedauert, aber auf diesem Weg bin ich eben unglaublichen Dingen begegnet. Ja, ich bin einer schweren Krankheit begegnet, die ich auch durchleben musste. Und ich bin auf diesem Weg einem Pferd begegnet. Und durch dieses Pferd, also ein weißes Pferd aus Portugal, ein Lusitano, habe ich mich dann auf meine ja schamanische Weise, weil ich habe eine schamanische Ausbildung genossen, schon vor 30 Jahren. Das ist für mich also ein Teil meines Weges. Und da habe ich gewusst, ich möchte in die Zeit bewusst zurückreisen, in der diese Figur gemacht wurde, weil ich spürte, dass es etwas mit einem vergangenen Leben zu tun hat. Und das habe ich in einer Trance-Reise gemacht. Und damit war dann klar, sag mal, was ich in diesem Leben zu tun habe. Also was ich dort entdeckt habe, ist eben, dass die Botschaft aus einem Leben, das ich mit diesem Pferd, was ich jetzt wiedergefunden habe, gemeinsam vor 400 Jahren in Frankreich gelebt habe. Das Leben einer jungen Kriegerin auf ihrem Pferd, die damals gegen ein großes Unrecht gekämpft hat, was sie nicht in der Zeit, die ja gegen die Frau war, da war es überhaupt unmöglich, dass eine Frau irgendwas bewegt hat. Ja? Ja. Und in dieser Zeit war es mir eben nicht möglich, dieses Unrecht wirklich, ich sag mal, anzugehen, zu beseitigen. Ich konnte kämpfen, aber ich bin auch früh daran gestorben, als Kriegerin, eben als Mann verkleidet. Aber ich habe damals, bevor ich gestorben bin, mir versprochen, zurückzukommen. Und das habe ich jetzt getan. Ich bin zurückgekommen. Also im Endeffekt, um es jetzt mal ganz leicht zu erklären, du hast vor 400 Jahren verkleidet als Mann, als Frau auf einem weißen Hengst gekämpft. Ja. Für Freiheit oder was war da damals das Thema? Ja, im Grunde, es war der Krieg zwischen den Katholiken und den Protestanten. Das war, sag ich mal, der Geschichtshintergrund, ja, in Frankreich. Aber letztendlich weiß ich heute, weil ich dieses Interview halten wir jetzt aus Frankreich heraus, ja. Ich lebe jetzt an dem Ort, an dem ich vor 400 Jahren schon mal gelebt habe. Ich bin dann zurückgegangen, um dieser Frau, die ich damals war, nah zu sein, ja. Und einen zweiten Film daraus auch zu drehen, aus den Erfahrungen. Und was ich jetzt weiß, ist, ich weiß, wogegen ich gekämpft habe. Aber ich weiß vor allen Dingen, wofür ich gekämpft habe. Ja, und das war eben, dass Frauen damals nichts wert waren. Und dass wir für unsere Kraft, für unser Wissen damals verfolgt und gefoltert und auch getötet wurden. Und dagegen habe ich mich aufgelehnt, gegen die katholische Kirche. Aber letztendlich wusste ich auch, dass selbst wenn die Protestanten gewinnen, das für uns als Frau damals eigentlich unerheblich gewesen wäre. Weil in der Zeit war es uns nicht möglich, als Frau irgendeinen Wert zu haben. Außer als Ehefrau oder als Nonne oder Prostituierte. Ja, das waren unsere Rollen, aber mehr auch nicht. Also hatte ich damals dieser Mann diese Liebe zu der Figur gebracht, die dich wiederum in deinem früheres Ich vor 400 Jahren gebracht hat, durch die Aufmerksamkeit, die von dieser Figur ausgegangen ist. Ja. Was natürlich noch viel spannender ist, ja, wenn du jetzt diesen Mann erwähnst, man kommt dann manchmal in so eine kleine wirre Gedankenschleife, ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass in dir lebt eine Seele, die jetzt auch schon viele Male unterwegs war, in mir eine, die auch schon viele Male unterwegs war, ist ja in jedem Menschen so. Ja, das ist mein Glaube. Ja. Mhm. Aber dieser Mann, der mir die Figur gegeben hat, das weiß ich ja jetzt, ist auch damals vor 400 Jahren meine große Liebe gewesen. Und als ich ihn verlassen habe, damals war es andersrum, ja, weil ich weiterkämpfen wollte, ich wollte nicht mit ihm mich nett in einem Schloss einfügen, ja. Ich wollte gegen dieses Unrecht kämpfen. Da hat er
als Erinnerung an mich diese kleine Figur machen lassen. Und er ist damals vor 400 Jahren mit dieser kleinen Silberfigur, damals war es Silber, in der Hand gestorben, draußen auf dem Feld. Und dort, wo er, sein Körper zur Erde wurde, mit der Figur in der Hand, die ist dann in die Erde sozusagen gewandert, hat dort 400 Jahre, ist die den Gezeiten ausgesetzt gewesen, ist sozusagen kalzifiziert. An diesem Platz hat er sich in diesem Leben ein Haus gekauft, das er umgebaut hat, und dadurch kam die Figur wieder zutage. Mhm. Und das ist so schön, ich mache im Grunde durch meine Filme bewusst, dass wir alle, sag ich mal, durch viele Leben gehen. Ja? Und letztendlich, wenn man so denkt und so lebt, weißt du, das Gute daran ist, dass wir uns heute nicht mehr auf die Position stellen können, dass irgendwer ein Ausländer ist. Weil in meinem letzten Leben, davor war ich Französin, war ich davor vielleicht Araberin, war ich davor Syrerin, wer weiß das schon. Auf Seelenebene kann es keinen Rassismus mehr geben. Ja, und das ist das, was in diesem Film so deutlich rauskommt. Diese ganzen komischen Kriege, die wir hier führen, die sind echt für den A. Ja? Also, die sind so dumm und so unnötig. Ja. Und das ist das, was die Menschen so berührt. Ich sage das ja noch nicht mal. Die spüren was. Nur wenn sie mir zuhören, geht bei denen die Tür auf, dass sie plötzlich merken, um was für banale Dinge sich ihr Leben eigentlich gerade dreht. Ja, man kommt dadurch bei sich mehr an und schaut genauer hin, was so einem im Leben begegnet. Mhm. Ja. Ja. Also ich finde das ja echt faszinierend. Und du bist ja auch wirklich wieder nach Frankreich auf deiner Suche zurückgegangen. Also da, wo dieser Ursprung war, nur mit Ausschlaggeber dieser Figur. Ja? Weil du dich von deinem Herzen, von deiner Intuition, von deinem Gefühl wirklich hast leiten lassen und eben nicht diesen rationalen Ansatz hattest, wie es die meisten tun. Hast ja vorhin gesagt, ja schön, toll, interessant, Schublade vielleicht noch. Ne? Also welche macht es? Das hat, wenn Dinge zu dir kommen, die gar nicht mal in der Form geplant waren, ist ja auch ein Teil, ne? Ja, also von Planung halte ich eh nichts, ja. Also du kannst natürlich Dinge dir so ein bisschen planen, aber letztendlich verpassen wir ja das Beste. Ja, das Beste ist, wenn du so, sag ich mal, alle Sinne so geschärft hast und deine Wahrnehmung so fein geworden ist, dass das, was dir im Täglichen passiert, das sind nämlich tatsächlich Wunder. Ja, nur wir laufen ja an denen vorbei, wenn wir immer unseren Plänen hinterher eilen. Ja, unseren Terminen. Klar, unsere Welt ist strukturiert. Ich habe auch meine Struktur. Aber ich achte trotzdem immer wieder jeden Tag darauf, was und wer ist mir dann heute begegnet? Ja, was könnte das, sag ich mal, was hat das mit meinen Plänen zu tun und welche Zeichen bekomme ich im Außen, ob durch Menschen oder Ereignisse oder Tiere, das ist ja ganz egal, die mir vielleicht zeigen wollen, ob die Richtung noch stimmt oder ob ich sie verändern könnte. Ja, wir bekommen so viele Hinweise. Nur, wer mit Scheuklappen läuft, ja, und denkt, der Plan ist alles, der verpasst eben genau diese wundervollen kleinen Helfer links und rechts. Genau. Und du hast ja auch auf deiner Reise einen großen Helfer gehabt, nämlich deinen tollen Hengst Habanero. Erzähl doch mal, wie der in dein Leben gekommen ist. Und der war ja auch nicht unbedingt einfach, wenn ich das mitgekriegt habe. Nee, also Habanero ist ja jetzt genau 3 Jahre an meiner Seite. Und vor 3 Jahren, ich meine, es hat ja alles, sag ich mal, seine Zeit gebraucht. Das sind jetzt einige Jahre schon her, dass ich diese Figur in meinen Händen halte und, sag ich mal, mich auf diese Suche begeben habe. Und über diese Figur ist eben der Wunsch entstanden, nach Portugal zu reisen und mich auf die Suche nach einem neuen, ja, ich nenne es mein Seelenpferd zu machen. Ich habe schon eins gehabt, das hat mich jetzt 25 Jahre begleitet und hat mich zu unglaublichen Dingen motiviert und inspiriert. Ja, meinen ganzen Betrieb, den ich in Ibiza habe, meine Schule, die ich gegründet habe, ich sag mal, die sind mal auf dem Mist dieses Pferdes gewachsen. Aber ich wusste, oder er hat es mir auch ganz klar gesagt, ich bin jetzt alt, ja, meine Tage sind gezählt und du brauchst für diesen neuen Lebensabschnitt, der vor dir liegt, ja, in dem du den Menschen dein Wissen weitergeben sollst, was du in deinem Leben gesammelt hast, da wirst du einen neuen, ganz jungen Begleiter brauchen.
ja, der dich beschützt und dich stärkt und leitet, weil das tun die Pferde für mich. Die sind für mich meine Seelenmedizin. Ja. Und dieses Pferd habe ich bewusst gesucht und habe es in Portugal gefunden vor 3 Jahren. Da war er damals 4 Jahre alt, also noch sehr jung für ein Pferd. Und ich habe ihn gekauft und damit begann dann, ja, klar, das, was jede Pferdefrau kennt, der Wunsch, ihn auszubilden, der Wunsch auch, sag ich mal, klar, sehr verstandesmäßig habe ich auch diesen Anteil, ja, dass man auch gemeinsam was erreichen möchte, auch in der Reiterei. Das hat mir dieses Pferd grundlegend abgeschminkt. Also der hat mein Ego so richtig in den Sand getreten, ja. Das kann man sagen. Zu Staub zerbröselt. Das ist toll, ja. Das können ja auch andere, es können auch Menschen schaffen. Aber ich sage mal, die deine größte Herausforderung sind, ob Mensch oder Tier, sind dein größtes Geschenk. Aber an denen reibst du dich. Und durch Reibung entsteht so viel Hitze und Druck, dass eben sich Diamanten formen können. Wenn das alles ohne Reibung abläuft, dann bleiben wir ewig auf der Couch hocken. Das hast du jetzt schön gesagt. Der Druck schafft Diamanten. Ganz genau, so sehe ich das auch. Ja, ja, und dieses Pferd eben mit seiner Art und Weise mir klarzumachen, was er wirklich von mir möchte, ist nämlich, dass ich wirklich ins Fühlen komme, dass ich in meine weibliche Kraft komme, dass ich mich nicht mehr an irgendeiner männlichen Wahrnehmungsform oder an Struktur und Planung orientiere, sondern nur noch ausschließlich auf mein Gefühl und mein Herz höre. Und da ich genau in diesem Ort hier an diesem Ort genau weiß, was für ihn und mich gut ist, das hat mich so viel Mühe gekostet, ja, aber das Pferd hat ja nicht aufgegeben. Und das hat erst butterweich nachgegeben, als ich wirklich weich wurde. Und seitdem sind wir ein Arsch und ein Eimer, ja. Und wir sind jetzt ja seit am 1. Juni ist mein Pferd und ich gemeinsam hier aufgebrochen auf unsere Reise. Und seitdem sind wir ja, leben wir Seite an Seite, unzertrennlich. Ja, da hast du ja auch ganz tolle Bilder immer gepostet oder auch mal Auszüge gemacht. Das ist ja unglaublich, wie neugierig der Habanero ja auch ist und wie zart er trotzdem bei seinen Tastsinnen ist. Ich weiß noch, du hast einmal, glaube ich, an einem Buch geschrieben, am Laptop, und er war an dem Tisch und hat es mit seiner Schnute da so rumgewischert, aber ganz vorsichtig, fand ich faszinierend. Ne? Also der Habanero hat durch seine Art, durch seine Energie, ich bin jetzt keine Reiterin oder Pferdefrau, ja, deswegen versuche ich jetzt nochmal auch so, wie ich es verstanden habe, wiederzugeben. Er hat praktisch durch seine Art dich herausgefordert, weicher zu werden aus diesem, sag ich mal, vorher männlichen Aktivität, du hast ja viel in deinem Leben auf die Beine gestellt, in die Weiblichkeit zu kommen, und nur dort hat er sich auf diese Art fühlen lassen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Er hat sich jeglicher Technik, also ob es eine Technik war, wie man auf natürliche Weise mit Pferden umgeht oder ob es auch klassische Reitweisen sind. Ja, es gibt ja für alles auch gute Wege und Techniken. An die habe ich ja auch alle gelernt und an die habe ich auch bisher immer geglaubt als der richtige Weg. Ja. Und jetzt habe ich gemerkt, ich kann mich auf den Kopf stellen. Dieses Pferd wird keine davon akzeptieren, wenn ich nicht zuerst bei mir beginne, jeden Tag aufs Neue zu fühlen, in welcher Verfassung er sich befindet, in welcher Verfassung ich mich befinde und was für heute wirklich eine angemessene Art und Weise ist, zusammen zu sein. Ja? Das heißt, das kann man ja auch auf alles übertragen. Ich übertrage das jetzt auch auf meine Kinder, ich übertrage es auf mein Business, ich übertrage es auf alles, dass ich mich immer erst frage, okay, wie geht es dann dem Menschen mir gegenüber gerade? Kann ich das gerade von ihm verlangen? Ja? Oder kann ich das von mir verlangen? Das hat so viel mit Selbstliebe zu tun und mit Achtung vor dem anderen und vor einem selbst, dass man das höher stellt als den Plan, dass man das höher stellt als irgendeine Technik oder Struktur, der man hinterher eilt. Und das habe ich jetzt begriffen. Ich habe es durch ihn begriffen, dass der wahre Erfolg, sag ich mal, ein Weg von innen nach außen ist und nicht vom Außen nach innen. Und das hat er mich also in aller Ausgiebigkeit gelehrt.
Aber heute bist du deinem weißen Meister ja dann in dem Sinne dankbar, denn er hat dich ja dadurch in diese weibliche Kraft gebracht. Das ist ja das, was du heute mit deinen Filmen auch mit zum Ausdruck bringen möchtest, auch bei den Frauen mit zum Ausdruck bringen möchtest, wieder selber in diese Weiblichkeit zu kommen. Deswegen bin ich ja auch sofort darauf angesprungen, weil ich bin ja auch so ein Machertyp, ja, übernehme ja gerne auch mal die männliche Rolle und mich fasziniert das und rational ist das sogar schon klar, dass man, wenn man in seiner Weiblichkeit ist, in der vollen Selbstliebe viel stärker ist, aber es ist nicht so einfach. Ja? Nein. Und du hast durch deine Reise, durch deine Erfahrungen und jahrelanges Unterdruck zum Diamanten pressen werden, ja, jetzt die Bausteine in der Hand, wo du das auch eben nach außen an die Frauen bringen kannst. Durch deinen Weg, durch das Reiben, durch die Erfahrung. Und du machst jetzt auch demnächst ein Webinar dazu und du hast aus diesem Wissen einen mega galaktischen, sage ich immer, Kurs entwickelt. Karin, jetzt erzähl mir doch dazu mal mehr, weil das ist ja das, womit du draußen der Welt von deiner Reise sogar noch tausendfach mehr abgeben kannst und ganz viel Gutes. Ja, genau, weil das war in dem Punkt, als ich ihn bekam, ja, also durch Habanero habe ich dann auch, durch alles, was dann geschah, habe ich gemerkt, dass die Aufgabe, die jetzt in diesem Lebensabschnitt vor mir liegt, eben nicht mehr die ist ich habe jetzt über 25 Jahre eine große Landschaftsarchitekturfirma in Ibiza gehabt, die sehr erfolgreich war, aber ich habe gemerkt, dass es jetzt nicht mehr an der Zeit, meine Energie da reinzustecken. Ja, jetzt in diesem Lebensabschnitt ist es wichtig, das zu tun, was auch in allen, ich sag mal, traditionell lebenden Völkern eigentlich auch die Rolle einer älteren Frau ist. Das haben wir ja in unserer Gesellschaft total verloren. Ja? Ältere Frauen werden ja aufs Abstellgleis geschoben und gelten ja sozusagen als nutzlos. Ja, hart, aber ist so, ja. Ja, ist so. Müssen wir sagen. Ja? Die haben nicht mehr, sag ich mal, der Wert, sobald sie aus ihrer Tatkräftigkeit, ja, was ja auch wieder sehr männlich ist, herauskommen, weil sie dem nicht mehr körperlich gewachsen sind. Ja? In dem Moment werden die sozusagen ja nicht mehr so nützlich gesehen. Ja? Aber in allen Völkern, aus denen wir ja auch unsere alten Weisheiten beziehen, waren Frauen dann ja gerade erst in ihrer vollen Blüte. Ja? Weil wir ja so viel Lebensweisheit gesammelt haben und diese Lebensweisheit, ich nenne sie ja immer mein goldenes Ei, und die hat jede Frau. Jede Frau trägt in sich mindestens ein goldenes Ei, wenn nicht mehrere. Und auf denen soll sie nicht sitzen bleiben. Ja, die gehören ausgebrütet und diese Küken sollen in die Welt. Weil wenn wir das nicht weitergeben, ja, als Ältere, ja, und ich bin in den Kreis der Älteren eingetreten. Ich bin jetzt 57. Ich bin gerade Großmutter geworden. Und auch wenn ich noch kein einziges graues Haar auf dem Kopf habe, was völlig ohne Färbung so ist, ja, es ist ein Naturgeschenk, dann ist es trotzdem so, dass ich in mir den Ruf der Älteren fühle. Und das bedeutet, Wissen weitergeben. Alles, was ich gelernt habe, soll an die nächste Generation verschenkt werden oder weitergegeben werden. Sonst bleibt es ja, stirbt es ja mit mir. Das gilt übrigens für alle, die mir jetzt gerade zuhören. Ja. Möchte ich jetzt gerade den Moment wirklich nutzen. Es ist wirklich, also ich nenne es fast ein Delikt, ja, so unterlassene Hilfeleistung. Wenn eine Frau, die etwas gelernt hat in ihrem Leben, das mit ins Grab nimmt. Ja, wenn sie es nicht an die Jüngeren weitergibt. Dafür muss nicht unbedingt immer nur Geld genommen werden, aber es muss weitergereicht werden. Und alles Wissen, was wir gesammelt haben, ist wertvoll. Jedes Wissen. Hm? Ja, das stimmt. Ja, und das vermisse ich sehr schmerzlich in unserem Kulturkreis, sag ich mal. Weil ich ja viele Reisen antrete in andere Länder, um dort eben auch Schamanen und spirituelle Meister zu besuchen. Mich interessiert das, wie andere leben, lieben und das Leben leben. Ja. Und ja, und aus diesem gesammelten Wissen habe ich ein Online-Programm geschrieben, weil ich natürlich, ich kann viele Frauen um mich herum in natürlichen Kreisen scharen und das weitergeben. Aber dieses Medium Internet sinnvoll genutzt ist echt Gold wert.
Ja, weil wir können viele auf einmal erreichen. Und das ist gerade jetzt so wichtig, weil wir das ja alle merken, in was für einer Zeit der Menschheitsgeschichte wir uns befinden. Ja, also entweder wird man jetzt verrückt und wahnsinnig oder man kommt jetzt mal zu sich und überlegt sich, wie will ich denn die Zukunft gestalten? Ja, wir wandern gerade auf einem Grat, der uns es nicht mehr erlaubt, irgendwas auf später zu verschieben. Ja. Ja, und aus dem Grund heraus habe ich gesagt, okay, Karin, jetzt musst du noch mal wirklich was lernen. Ja, du musst lernen, dein Wissen hast du, du kannst es auch niederschreiben. Ich schreibe gern, ich schreibe gut, ja, das alles habe ich ja. Aber das in dieses Wissen um ein Online-Business, das hat mich jetzt echt 3 Jahre Mühe gekostet, um das zu beherrschen. Ja, und es sind auch Strukturen, die man lernen kann und auch sollte, wenn man Wissen wirklich an viele Menschen verbreiten möchte. Ja. Und das habe ich jetzt gemacht. Und heute ist tatsächlich der große Tag, auf den ich fast seit 3 Jahren hinarbeite, dass ich heute zum ersten Mal also die große Masterclass für dieses Programm halte und mein Programm dann ab heute auch für eine Woche lang sozusagen zu kaufen ist für alle Frauen mit Pferd, die meiner Mission sozusagen folgen wollen, also ihre wahre Lebensaufgabe in diesem Leben entdecken möchten. Ja, was will ich wirklich zu dieser Erneuerung unseres Planeten beisteuern? Weil das hat jede mitgebracht, die jetzt lebt. Dafür sind wir jetzt geboren worden, in diese Zeit hinein. Das ist kein Zufall, sondern wir sind hier, um das, was wir mitbringen, endlich mal in die Welt zu bringen. Ja, und dafür habe ich diese Schritte, wie ich das wiederfinden kann und wie ich das in die Welt tragen kann, und zwar klar, kraftvoll und auch liebevoll, das habe ich entwickelt und das funktioniert richtig mega gut. Sehr gut. Und das Pferd, also wenn jemand da eben selber auch ein Pferd hat, ist dann noch der Diamant obendrauf. Genau, der Diamant obendrauf. Deswegen ist dieses erste Programm auch Frauen mit Pferd gewidmet, weil in meinem Leben Pferde eben als, ich sag mal, Diamantschleifer eine große Rolle hatten und immer noch haben. Und ich weiß, wie viele Frauen mit ihren Pferden, sag ich mal, sich diese Verbindung wünschen, die nichts mit Reittechniken und Reitweisen zu tun hat, gar nichts, sondern nur mit einer inneren Haltung und einer neuen Form der Wahrnehmung. Und so kann sich nicht nur die Beziehung zwischen ihr und ihrem Pferd grundlegend verändern, sondern auch ihr gesamtes Leben. Ja. Wow, wieso habe ich kein Pferd? Aber das ist jetzt nochmal schön, weil du sagst ja, du hast vorhin ja selber erzählt, du hast alle Techniken mit Pferd und wie man es reitet, wie man es ausbildet und nichts hat beim Habanero geklappt, weil da eben die energetisch-spirituelle, was weiß ich, liebende Seite eher gefragt war. Und ich denke, da draußen gibt es eben viele Frauen, die zwar all das wissen, aber wo eben auf Emotionsebene, Gefühlsebene das fehlt, was du schmerzlich ja selber lernen musstest. Und deswegen bist du ja auch da genau die Richtige, alles zu vereinen, nämlich an sich selbst zu arbeiten und dann eben auch mit Pferd das so zusammen zu verknüpfen, dass beide glücklich sind. Und dass ihr, du und der Habanero glücklich seid, das zeigen eure Bilder, das zeigen Episoden aus dem Film. Das ist ja eine Verschmelzung. Ja, man muss ja klar gucken, wo ist noch die Karin, wo ist der Habanero, ihr seid ja eins. Ne? Und das ist echt faszinierend. Und deswegen glaube ich auch zutiefst, dass du da auch einen Impuls geben kannst, zu der anderen Form mit dem Tier, mit dem Pferd zusammenzuwachsen, als jetzt nur die auch reine Ausbildung, wie man das kennt. Ja, und vor allen Dingen, was ja das Spannende ist, ja, ich meine, ich bin jetzt mit diesem Pferd seit 1. Juni auf Reisen. Wir leben ja gemeinsam in einem großen LKW und wir haben wirklich Unglaubliches. Also insgesamt sind wir, glaube ich, 5000 Kilometer gefahren und durch sämtliche südlichen Länder gecruised und Landschaften durchforstet. Aber als dann dieser große neue Film jetzt gedreht wurde, ja, der zweite Teil von My Magical Journey, da wurde er ja von heute auf morgen zu einem Filmpferd. Und ein Filmpferd hat dann, das wird wirklich hohe Ansprüche gestellt. Ja, der muss ja wirklich vor der Kamera performen, der muss an Orten, die er überhaupt noch nicht kennt,
durch Landschaften, die er noch nie gesehen hat, durchgaloppieren. Oder also ich meine wirklich Sachen, wo man sagt, das braucht Ausbildung, das braucht jahrelanges Training. Das hat dieses Pferd nicht gehabt, weil er hat ja, wie gesagt, erstmal an mir gearbeitet, bevor ich an ihm arbeiten konnte. Aber er hat eine Leistung abgelegt, weil ich eben komplett ergeben war sozusagen, ja, und einfach nur noch gefühlt habe, was der Moment brauchte. Dieses Pferd, und das hat mein Filmteam, was hochprofessionell ist, hat gesagt, die haben schon mit Hunderten von Pferden gedreht, die haben gesagt, sie haben noch niemals ein so unglaublich professionelles, mega ausgeglichenes, zu allem bereites Filmpferd erlebt wie ihn. Der hat alles getan, was man von ihm verlangt hat und wenn es 10-mal wiederholt werden musste. Und das meine ich, ich mit keiner Ausbildungstechnik hätte ich den so darauf vorbereiten können. Ich weiß das, ich war selber erstaunt, ich war sprachlos. Und das ist das, wo wir beschenkt werden, wenn wir den inneren Weg gehen, weil dann zeigt sich das im Außen, in einer Leichtigkeit, von der man echt nur träumen kann. Das stimmt, da kann man nur träumen. Und ich habe ja gesehen, es ist ja der LKW, in den er rein und raus musste. Manche Pferde stellen sich da ja schon an, überhaupt in sowas reinzugehen. Dann fahrt ihr da tausende Kilometer umher. Dann habt ihr ja auch Temperaturunterschiede, Druckunterschiede. Das macht ja auch alles was mit dem Körper, auch mit dem Pferd. Du warst in Höhlen drin, es sah fast aus wie in der Wüste. Ja, das ist wenn da das Vertrauen vom Pferd dem Besitzer nicht geht, die könnten sich auf die Füße stellen. Ne? Also das zeigt aber auch wieder, wie mächtig diese Gefühlsebene zwischen Mensch und Pferd ist. Ja, und die Mensch genauso. Ja, und ja. Die auf jeden Fall mega, mega gemeistert. Und wie gesagt, ich muss mir ein Pferd anschaffen. Sehr, sehr inspirierend und ich glaube, das wird ein voller Erfolg, weil du nämlich auch mit deiner Art einfach so herzlich, menschlich, authentisch bist und wie du sagst, geradlinig, hart, aber trotzdem liebevoll, führst du dadurch diesen Kurs. Und ich weiß genau, du findest genau die Stellschrauben für jede Einzelne, dass man sich da richtig reinfummeln kann und dass jeder in seine Größe kommt, für sich persönlich und mit dem Pferd. Oh, einfach schön. Ich brauche ein Pferd. Einfach schön. Ja, also du hast ja gesagt, das ist jetzt von nach dem Einstellen des Videos eine Woche ist dieser Kurs online, ne, zu buchen. Habe ich das? Ja, also man kann ihn jetzt, wie gesagt, man nennt es ja, der Warenkorb ist geöffnet, ja, ab heute Nacht. Bis zum 12. Oktober kann man meinen Kurs noch beitreten durch eine Buchung, ja genau. Und dann am 14. Oktober beginne ich mit allen Frauen, die sich jetzt in der Woche dafür angemeldet haben, den Kurs. Ja, und natürlich nicht persönlich, klar, wir sitzen ja überall auf der Welt. Aber ich werde sie ja begleiten, also auch alles online. Und dann geht dieser Kurs bis zum 20. November und dann bis dahin, ich habe es Ihnen versprochen, sind alle rund erneuert. Die starten dann mal so richtig durch. Sehr, sehr cool. Oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Und sag, wo findet man deinen Film dann? Der zweite Teil wurde ja gedreht, er ist jetzt aber noch nicht öffentlich. Gibt es da nochmal einen Tag, wo du sagst, da ist jetzt Filmpremiere? Oder erzähl dazu nochmal. Du hast Film, du hast Buch, du schreibst auch ein Buch. Ich will das auch noch wissen. Okay, ich erzähle das alles. Ja, und wo man dich dann vor allem noch findet, wenn man das Video jetzt hier ein Jahr später sehen sollte, auf welcher Webseite kann man dich finden, das muss ich jetzt noch alles von dir wissen. Ja, okay. Also, wie gesagt, den ersten Film, der ist ja auf Vimeo zu finden und auf Facebook eben. Ja, da habe ich ihn hochgeladen. Da hat er im Grunde ja auch so gut performt. Also, wenn wir von diesen Tausenden von Views sprechen, dann spreche ich da von Facebook. Ja, das war wirklich mein Medium, um den Film rumzuschicken. Und ja, der zweite Teil jetzt, der ist jetzt gerade fertig geworden und ich habe den auch schon gesehen. Also da flossen echt Tränen, weil der ist echt richtig gut geworden. Und weil er so gut geworden ist und auch sehr viel länger als der erste, also 30 Minuten, also der erste ist 12, ja, und der ist jetzt 30, da habe ich mich schon mal gesteigert. Und weil der eben auch wirklich so großformatig gedreht wurde diesmal, auch mit richtig, ich hatte Regisseur, ich hatte wirklich mir da wirklich was gegönnt. Ist auch alles, also ich bin mein eigener Produzent,
habe ich gesagt, der Film braucht einen echten roten Teppich. Der braucht eine richtig fette Premiere. Auch wenn ich jetzt da gar keine Kinotour draus machen will, aber ich möchte den einmal im Kino sehen. Und das schenke ich mir jetzt. Und diese Kinopremiere ist am 30. November in Köln. Muss ich mir gleich aufschreiben, da muss ich hin. Ja, da musst du hin, das sage ich dir. Aber es wird jetzt eine Premiere. Ich meine, wir haben ja nur 345 Plätze in dem Kino. Und also ist für mich vorreserviert, ne? Ja, und die ersten 100 Tickets gehen eben auch an die Frauen, die jetzt zum ersten Mal mein Wild Heart Programm buchen. Das ist sozusagen mein Geschenk an die, die sich mir als erstes anvertrauen. Und die anderen Tickets dann mal abgesehen von Gästeliste, die kommen jetzt ab Mitte Oktober öffentlich zum Verkauf. Und da werde ich auch einen Countdown anzählen, weil ich weiß, da stehen jetzt schon so viele, die wirklich dabei sein möchten. Und die sollen das auch wirklich wissen, dass es, wenn der Moment, wo der Verkauf gemacht wird, dann muss man echt zuschlagen. Ja. Weil sonst sind die weg. Zack. Ja. Und diese Premiere, also die wird richtig göttlich. Das weiß ich jetzt schon, weil die, ja, da werde ich eine Party draus machen, aber hallo. Ja, ich spüre das jetzt schon. Das witzelt. Das wird gut, das wird richtig gut und das hat der Film verdient. Ja, da lehnst du dich nicht zu sehr raus, das hat er verdient. Und wenn da alle Frauen gemeinsam einen Brrr-Faktor haben, ja, dann musst du vorher noch jemanden beauftragen für Taschentuch-Box-Verkauf. Weil das so tief reingeht, da machen wir eine Riesenparty draus, definitiv. Und das machst du ganz genau richtig. Und ich weiß, das werden die Karten nicht lange da sein. Das ist irgendwie so wie weg. Eigentlich könntest du dich noch was Größeres schon umgucken. Ja, aber ich werde halt, das ist halt das Nächste, dass ich dann eigentlich 2 Tage nach der Premiere, da geht mein Film über den großen Teich, weil er jetzt schon für ein amerikanisches Filmfestival gerufen wurde. Ja, und ich habe ihn jetzt gerade ins Englische gesprochen und der geht also auch seinen internationalen Weg. Und das werde ich dann Anfang Dezember werde ich in Amerika sein und bei diesem Filmfestival dabei sein. Und dann danach werde ich mich dann dort in Amerika bis Ende des Jahres ausruhen. Ja, das musst du dann auch, ne? Ja. Aber du bist ja da getrieben von der Energie, ja, also das geht fast flüssig, ne? Natürlich gehören auch mal Täler dazu, aber bei so einer tollen Geschichte, bei so einem brennenden Verlangen, da kann das alles mal super werden. Und ich weiß das jetzt schon, dass das so ist. Ja, ich muss mich halt auch ausruhen, weil das war ja deine Frage noch mit dem Buch, weil diese Geschichte ist natürlich wirklich groß. Ja, also sie ist so, sag ich mal, so, dass sie sogar schon ja, mich zu Konversationen mit einem amerikanischen Hollywood-Produzenten geführt hat. Also ich habe gemerkt, was die für eine Auswirkung hat, ja, was die für ein Interesse hervorruft. Ich möchte das im Moment gar nicht groß, noch größer produzieren. Ich möchte erstmal meinen Roman schreiben. Mhm. Weil das dieses, ich bin gerade auf dem Weg, dass ich all das, was ich tue, genießen möchte. Ja, ja, solltest du auch. Ich will da nichts übereilen oder mich noch größeren und noch tolleren Dingen hingeben, sondern wirklich mit diesem Flow mitgehen. Und jetzt wird erstmal dann im nächsten Jahr der Roman geschrieben. Und ob das ein Band wird oder zwei, das wird mir die Geschichte dann schon erzählen. Und deswegen, das sage ich auch jetzt hier nochmal so deutlich, weil ich ja nicht nur eine Online-Programmverkäuferin bin, ja, sondern das im Grunde immer, ich sag mal, eine vieler Gaben ist, die ich gerade zu verschenken habe. Dazu geben habe, sollen auch alle das wissen, dass ich nur einmal im Jahr dafür zur Verfügung stehe im Moment, mein Wissen mit Frauen in so einem großen Ausmaß zu teilen. Weil das, ich gebe da alle meine Energie rein. Also die da jetzt mitmachen, die werden einen Quantensprung erleben, das weiß ich jetzt schon, weil ich da dahinter stehe. Und das, um so gut zu sein, muss ich eben auch mich immer wieder auffüllen. Ja, ich muss, das ist das, diese Balance, die ich eben auch gelernt habe. Das ist wirklich weibliches Wissen, das ist weibliche Kraft, dass dein Bestes zu geben nicht heißt, dass du dich bis zur Erschöpfung verausgabst, sondern dass du immer dafür sorgst, dass du im Balance bist, dass sich das auch wieder auffüllt, was du gegeben hast.
Und so sage ich ganz klar, also wer jetzt in der einen Woche sich entscheidet, dabei zu sein, das ist super. Und ansonsten im Oktober 2020 wieder. Klar, bei so einem Umfang und so viel Frauen und so viel Energie musst du da an deine eigenen Ressourcen denken und du kannst nur besonders gut sein, wenn dein Akku voll ist. Das ist ja klar, das betrifft uns alle. Ja, das aber ist das vergessen wir im Alltag immer gerne. Ne? Also dann nehme ich mich auch nicht raus. Ne? Gerade wenn man mal so dabei ist, dann vergisst man sich selbst schon auch mal, aber das ist nicht richtig, weil es auf die Dauer nicht gut tut. Nee, das darf man mal machen. Es gibt ja immer Situationen, die verlangen Endspurts und ich nenne sie die Ausnahmezustände. Das ist auch gut so. Da trägt uns das Adrenalin ein ganzes Stück, aber das sollte uns nicht zum Dauerbegleiter werden. Ne? Dann laugt es den Körper extremstens aus und den Geist und alles. Auf jeden Fall. Und der Spirit soll ja lange, lange, lange bleiben. Ja. Das sollte er, das stimmt. Zum Abschluss, Karen, wo ist deine Webseite zu finden oder beziehungsweise wie heißt sie? Ich werde alles in die Videobeschreibung unten noch reinklicken, wo man dich findet, wo man kriegt. Aber sag's ja auch nochmal im Video, nenn uns deine Webseite, wo die Leute das finden. Ja, also alles, was ich tue, wird auf meiner eigenen Webseite zu finden sein. Das ist karenseiler.com. Ist eigentlich ziemlich einfach, ja, Vor- und Nachname und komm dahinter. Und jetzt aktuell dieses Wild Heart Programm, ich nenne es ja mein wildes Herz, ja, dass ich in diesen Frauen auch erwecken, also nicht ich, die erwecken das ja selber, aber werden sozusagen dafür angeleitet. Da wirst du sicherlich noch einen Link hier drunter fügen und da kommt ihr dann direkt auf die Verkaufsseite, wo ihr gucken könnt, ob das was für euch ist. Ja, auf jeden Fall. Karen, das war ein grandioser Einblick mit Gänsehaut, selbst hier im Interview. Super, ich danke dir für deine Zeit, für deinen Einblick nochmal in deine Story. Ich habe mir hier notiert, 30.11. Köln, ja, also mein Platz bitte. Dein Platz ist dir sicher, Dani. Das darf ich nicht verpassen. Ja, also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Karen, du bist auch für mich eine Inspiration und Begeisterung und hast mich sogar auch noch ein bisschen in meine Größe gebracht, mehr Mut, mich auch zu zeigen. Und ja, dafür möchte ich nochmal selber was Danke sagen. Tolles Interview. Ich hoffe, vielleicht beim nächsten Mal nach dem roten Teppich können wir nochmal sprechen. Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Und bis dahin drücke ich dir auf jeden Fall alle meine Daumen, meine Herzen und meine ganze energetische Lady-Bin-Kraft für deinen Weg. Ja, danke. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Dankeschön. Bitte, 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 bitte. Ich danke dir für das tolle Interview. Ciao.